Warnung, dieses Video dient ausschließlich der Unterhaltung und sollte auf gar keinen Fall ernst genommen werden. Und hier eine Banane. Go, deine liebe YouTuber und liebe YouTuberinnen, ich bin der Gonz von Rebits, wie noch sonst, und heute feiern wir weltweit, naja, eigentlich weltweit nur in China, das chinesische Neujahr, juhu! Und zu diesem traditionellen Anlass habe ich mir überlegt, ein weiteres Stupid-Test zu machen und heute um das Thema Frauen. Ja, manche denken ja, sie wissen über Frauen gut Bescheid, aber das stimmt alles nicht so ganz und deswegen bin ich ja jetzt da, um für Klarheit, um das ganze Mysterium Frau zu sorgen. Ja, und ohne lange drum zu reden, würde ich sagen, fangen wir jetzt auch einfach mal an. Als Frau bezeichnet man die geschlechtsreife, meist weibliche, im weiteren Sinne auch menschliche Spezies. Am Mario Barth Institut für Frauen konnte man 2008 Erschreckendes feststellen, und zwar, dass der Verbreitungsgrad dieser Spezies jedes Jahr um 5,8% zusteigt. Aktuelle wissenschaftliche Studien liegen momentan noch nicht fest, allerdings weiß man jetzt schon eins, unsere Zukunft wird nicht gerade rosig. So gut wie alle Frauen besitzen Ein- und Ausbuchtungen sowie Löcher an verschiedenen Körperendungen, deren einziger Zweck ist, den Männern Verstand, Zeit und Geld zu rauben, weil wir diese auf höchst intellektuelle Weise untersuchen müssen. Diese Untersuchung findet leider meist nur mit dem Sehorgan statt. Einige Exemplare dieser sogenannten Spezies sind schwierig von normalen Menschen zu unterscheiden, weil sie oft Merkmale von ganz normalen Männern aufweisen, sei es ein Militär, kurzer Haarschnitt, ein muskelbepackter Körper oder ein starker Bartwuchs. Dafür gibt es aber hier die 10 goldenen Regeln, um wirklich sicher zu gehen, ob es hierbei um eine Frau oder um einen Mann handelt. Erstens, eine Frau hat normalerweise keinen Penis. Zweitens, hat eine Frau doch einen Penis, rennt. Drittens, eine Frau hat 2 Bälle oberhalb des Bauchnabels. Hinweis, diese sollten auf gar keinen Fall versucht werden, in ein Tor zu schießen. Versucht man dies doch, ist man zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr lange am Leben. Viertens, eine Frau ist zu 99% in einer Küche oder in einem Modegeschäft aufzufinden. Mit dem letzten 1% verbringt die Frau sich damit auf dem Weg zum Modegeschäft zu verfahren. Fünftens, eine Frau kann sich stundenlang über Unwichtigkeiten unterhalten, ohne den Sinn der Unterhaltung anzuzweifeln. Sechstens, alle Frauen stehen auf Barney Stinson. Siebtens, alle. Achtens, Frauen blicken ständig in einen Spiegel, ausgenommen sie fahren in eine Parklücke. Neuntens, eine Frau, die stinkt, furzt und sich selbst beweihräuchert, ist ein verkleideter Mann. Zehntens, und die absolut wichtigste Regel, Frauen sind böse. Für den letzten Punkt gibt es sogar eine mathematische Formel, um tatsächlich zu beweisen, dass Frauen wirklich böse sind. Und weil ich ja so ein Genie bin, werde ich euch die jetzt mal eben vorrechnen. Wir wissen alle, Frauen hängen von 2 verschiedenen Faktoren ab, Zeit und Geld. Also gilt Frau gleich Zeit mal Geld. Und weil wir alle wissen, Zeit ist Geld, gilt Frau gleich Geld mal Geld. Soweit so gut, denkt ihr euch was? Aber passt auf, jetzt wird es richtig interessant. Da, wie wir alle wissen, Geld die Wurzel des Bösens ist, gilt Frau gleich Wurzel böse. Dividieren wir das Ganze nun durch ein Batman-Symbol, kommen wir auf ein erschreckendes Ergebnis. Tja, meine Freunde, das hättet ihr nicht erwartet, was? Aber dafür bin ich ja da und mein Motto ist, Vorsicht ist besser als Nachsicht, also passt nächstes Mal auf. Aber kommen wir nun zu demjenigen, der das Ganze mit den Frauen zu verantworten hat, nämlich Gott. Man sagt, Gott hätte den Mann erschaffen. Danach hätte er die Frau erschaffen. Viele Wissenschaftler haben jahrelang darüber diskutiert, warum er danach erst die Frau erschaffen hat und kamen letztlich nur auf 2 logische, nachvollziehbare Argumente. Erstens, er wusste damals schon, Prioritäten zu setzen. Zweitens, er sah, dass er etwas Wundervolles erschaffen hat, wollte es noch besser machen, aber er schuf dann die Frau. Was wieder einmal zeigt, dass der erste Versuch oft der beste ist. Weil noch nicht mal Gott in der Lage ist, die Zeit zurückzudrehen, mussten wir von dort an bis jetzt mit diesen Substanzen unter uns leben, was natürlich zu einigen Kommunikationsproblemen geführt hat, aber ein Buch aus dem Buchverleih Stupid Books soll nun Abhilfe schaffen mit dem passenden Titel Frau Deutsch, Deutschfrau. Ich werde euch nun einen kleinen Einblick in dieses Wunderwerk der Literatur geben, um euch zu zeigen, wie klarstellend dieses Buch doch wirklich ist. Frau. Ja. Zu Deutsch. Nein. Frau. Nein. Zu Deutsch, ja. Frau, vielleicht. Zu Deutsch, nein. Frau, wir müssen reden. Zu Deutsch, zieh dich schon mal warm an, Freundchen. Jetzt gibt's ordentlich Zoff. Frau, ich bin nicht sauer. Zu Deutsch, natürlich bin ich sauer, du Arschloch. Frau, mach das Licht aus. Zu Deutsch, ich hab Zellulite. Frau, nein, ich habe keinen Hunger. Zu Deutsch, ich hasse meine Figur. Frau, Schatz, mir geht's nicht gut. Zu Deutsch, scheiße, ich bin schwanger. Frau, entscheide dich. Zu Deutsch, die Entscheidung muss offensichtlich sein. Frau, du musst lernen zu kommunizieren. Zu Deutsch, sag einfach ja und alles ist schön. Frau, es ist nichts, wirklich. Zu Deutsch, es ist nur, dass du ein riesengroßes Arschloch bist.
Aufgrund dieses Meisterwerks werden wir in Zukunft keine Probleme mehr haben, uns mit Frauen auseinanderzusetzen. Natürlich ist die Kommunikation nicht das Einzige, was schwierig ist mit dem Zusammenleben mit Frauen. Nein, da gibt es natürlich noch die bösen Krankheiten. Beinahe jede Frau ab dem 12. Lebensjahr trägt einen gewissen Virus in sich. Schuld daran ist vermutlich Zeus, der Pandora zur Seuchenverbreitung auf die Welt geschickt hat. Die Nebenwirkungen dieses Virus sind oft fatal. Zum Beispiel, viel zu viel reden und dabei viel zu wenig Luft holen. Viel zu viel ausgeben, aber viel zu wenig Geld haben. Viel zu viel Autos kaputt machen, aber viel zu wenig Geld haben. Viel zu fruchtbar sein. Ja, sie können jetzt Kinder kriegen. Zugunsten der Frau trägt dieser Virus aber auch einige positive Züge mit sich. Zum Beispiel können sie länger Sex haben und riechen dabei besser. Sie sehen in Sandalen nun nicht total scheiße aus. Sie können auch ohne Kinder Teilzeit arbeiten und niemand stellt Fragen, wozu sie mehr Freizeit benötigen. Und letztriges, worum sie alle Männer beneiden, sie geraten aufgrund dieses Virus nicht mal in Versuchung, sich einen Uwe Boll-Film anzuschauen. So meine Freunde, das Jupiterium neigt sich nun langsam dem Ende zu und ich möchte nur noch eine kleine Sache ansprechen, weil ich mir denke, dass die euch irgendwie interessieren könnte. In verschiedenen Kulturen des Nahen Ostens werden Frauen auch oft als Zahlungsmittel verwendet. Eine Frau entspricht, je nach Gewicht, dem Wert von 3 bis 4 Kamelen. Umgerechnet wäre das hier in Deutschland eine große Portion Pommes bei McDonald's. So meine Freunde, das war das Jupiterary zum Thema Frauen. Ich hoffe natürlich, dass die Abonnentinnen das nicht allzu ernst genommen haben, denn dieses Video dient wie gesagt nur der Unterhaltung. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir bei diesem Video wieder die 350 Likes knacken würden. In dem Sinne sag ich jetzt einfach mal, haut's rein und tschö.